Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir die Schnellstart-Option unter Windows 8 hier deaktivieren können bzw. aktivieren. Sollte unter Windows 10 genauso funktionieren. Das ist eine Option, dass Windows etwas schneller als normal starten lässt. Das hört sich erstmal gut an. Ist es auch im Prinzip. Der Rechner bootet eben etwas schneller. Allerdings gibt es bestimmte Fälle, wo diese Schnellstartoption Ärger macht, wenn es aktiviert ist eben. Und zwar vor allem dann, wenn wir mehrere Betriebssysteme parallel nutzen, ja, auf einer Maschine, Windows und Linux zum Beispiel, oder auch Windows 7 und Windows 10 meinetwegen, da kommt es oft zu Problemen, wenn diese Option aktiviert ist. Oder wenn wir beim Booten des Rechners diverse, ja, weiß ich nicht, verschiedenste Probleme haben, diverse Fehlermeldungen bekommen, dann hilft das auch, diese Option zu deaktivieren. Ein weiteres bekanntes Problem ist auch, wenn zum Beispiel, wenn wir den Rechner hier ausschalten möchten, ja, herunterfahren, mal den Button hier, wir klicken auf herunterfahren, das blaue Fenster kommt mit dem Kreis, das sich dreht, Windows wird heruntergefahren und der Rechner bleibt aber hängen in einer Schleife. Wir müssen dann einfach den Stecker ziehen, um den Rechner auszumachen, was auf die Dauer natürlich nicht gut ist für den Rechner. Da hilft das auch, ja, wenn wir diese Option hier deaktivieren. Oder aber wir haben schon eine SSD-Festplatte, die schnell ist, vom Hause aus, und wollen nun ja unnötige Schreibzyklen sparen oder vermeiden, besser gesagt. Dann macht es auch Sinn, diese Option hier zu deaktivieren. Genau. Und nun will ich euch schnell zeigen, wie man ja am schnellsten dahin kommt. Wir drücken jetzt einfach die Windows-Taste und die R-Taste zusammen. Ja, wir bekommen jetzt hier das Fenster hier ausführen. Und genau, hier steht schon, ja, hier einfach Power Config, also powercfg.cpl eingeben und dann mit Enter bestätigen und dann mit OK. Und schon öffnet sich hier das Fenster mit den Energieoptionen. Und hier auf der linken Seite haben wir genau hier das ja, die Option hier auswählen, was beim Drucken von Netzschaltern geschehen soll. Einfach draufklicken. Und hier haben wir ganz unten die Einstellung für das Herunterfahren. Hier haben wir Schnellstart aktivieren. Bei mir ist hier schon deaktiviert, wie man sehen kann. Wir, genau, um das zu bearbeiten hier, wenn das so ausgegraut ist, deaktiviert sozusagen, müssen wir hier oben einmal draufklicken. Ja. Einige Einstellungen sind momentan nicht verfügbar. Zack, einfach draufklicken und schon wird es jetzt hier aktiviert. Und wir können die Einstellung hier bearbeiten. Und ja, den das Häkchen hier eben setzen oder rausnehmen, je nachdem, ja, wenn es gesetzt ist, ist es aktiviert eben. Das wird auch empfohlen, ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir, wie gesagt, keine Probleme haben damit, die ich ja vorhin aufgezählt habe, mir bekannt jedenfalls soweit. Genau, einfach den Häkchen hier rausnehmen, dann zum Deaktivieren, Änderung speichern, ganz wichtig, hier nicht vergessen, unten, zack. Und schon ist jetzt deaktiviert diese Schnellstartoption. Einfach das Fenster schließen und das war's schon auch alles. Und unser Problem hoffentlich gelöst. Genau. Ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Über ein Like auch, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.